Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. So, jetzt bin ich mir sicher, dass wir zur Raumstation müssen, weil das ist unser nächster Quest-Tag und viel habt ihr nicht verpasst. Ich sollte jetzt nur noch ein paar Ressourcen sammeln und dieses Portal bauen oder Teleporter, den Stromgenerator und ja, das sind so die Das ist das Grundwissen vom Basebau. Wir werden das noch definitiv ausweiten in anderen Folgen. Machen wir uns eine richtig schöne Base auf einem richtig geilen Planeten. Ja, ich würde sagen, wir fliegen jetzt endlich zur Raumstation. Wir müssen unsere Schätze verkaufen, damit wir erstens an Geld kommen und zweitens wieder Platz im Inventar bekommen. War ich hier eigentlich schon mal dran? Ne, war ich nicht. Schleim? Gib her. So. Da ist unser Schiff. Auf geht's. Strahlende Säule. Also auf jeden Fall werden wir unser nächstes Schiff, was wir kriegen, umbenennen. Ich mag diese Standardnamen nicht. Oh, warte mal. Steuerung, nee, ist gleich geblieben. So, da müssen wir hin. Tschüss. Adios. Amigas. Und los geht's. Wuhu! Oh! Viel besser als Botox. Das zieht dir die... Oh! Oh. Die Falten aber ordentlich da hinten. Gut. Das ist die erste Raumstation. Die sieht komisch aus, finde ich. Irgendwie bedrohlich. Aber gut. So, das ist hier quasi unser Safe Spot. Hier könnt ihr auch, wenn ihr Zeit habt, auf andere Schiffe warten, die hier landen. Das sind, glaube ich, alles NPCs. Es gibt natürlich auch KI-Spieler, echte Spieler, die hier landen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mit denen auch die Schiffe handeln könnt, aber ich denke mal schon. Jeder hat seinen Preis, sage ich mal. Ansonsten landen hier ständig KI-Spieler und die stehen dann meist an ihrem Raumschiff. Dann geht er dahin, geht ins Gespräch und ja, dann könnt ihr handeln. Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal... Hä? Da ist Schweiner. Ich habe das Gefühl, die Raumstation sieht anders aus. Haben die was verändert? Ich meine, ich habe schon lange nicht mehr gezockt, ne? Also kann sein, dass die anders aussehen jetzt, die Raumstation. Oh, das ist ein schöner Flieger. Das auch. Ich zeige euch das mal kurz. So. Hier steht der Pilot. Den quatscht ihr an. Und dann, ja, die Sprache lernt ihr, indem ihr auf verschiedenen Planeten diese, Säulen ansprecht, dann könnt ihr die Sprache erweitern. Und er pickt mit seinem Schnabel auf das Cockpit, um zu signalisieren, dass er vielleicht auch sein Schiff verkaufen würde. Genau.
Ihr könnt ihn sogar rekrutieren für euer Geschwader. Das wusste ich jetzt gar nicht. Okay. Und hier könnt ihr euer Angebot machen fürs Raumschiff. Gut. Das sollte es dazu gewesen sein. Ich wusste jetzt gar nicht, dass man die sogar in seine Flotte aufnehmen kann. Wir sind gehfähig. Sehr schön. Entität Jem. Okay. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Raumstationen haben sich verändert. Ich fühle mich ganz komisch hier. Also ich bin neu. Raumschiffforschung, da brauchen wir noch nicht ran. Wir wollen unseren Anzug optimieren. Waffenterminal? Nö, noch nicht. Das machen wir alles später. Wo war jetzt? Extra-Anzugforschung. Huch. Genau. Hier gehen wir jetzt mal ran. Anzug-Upgrade. Ihr könnt in jeder, wenn es noch so ist, in jeder Raumstation, in jeder Galaxie einmal den Anzug verbessern. Ach so. Ja. Genau. Wir haben jetzt quasi den Platz, kriegen wir jetzt. Wenn wir ihn verbessern. Hier bezahlen wir noch nichts. Sehr gut. Ja, ich kann deine Sprache noch nicht. Nach anderen Reisenden fragen. Die Lebensform sieht mich alarmierend an, bevor sie mir deutet zu verschwinden. Okay. Was ist los mit dir, Junge? So, wo konnte ich mich jetzt optimieren? Also, optisch. Wir können ja Rasse, Anzug und so weiter optimieren. Aber wo war denn das jetzt hier? Multiwerkzeug. Raumschiffforschung. Also ich muss mich jetzt wirklich erstmal selber orientieren. Ich habe irgendwie... Wer bist du? Gesandter. Diese Lebensform hat in der Situation offensichtlich eine wichtige Position inne. Auf den ersten Blick scheint sie kein großes Interesse an mir zu haben. Vielleicht ändert der Code ihre Meinung. Auf ihrem Gesicht ist nicht der leiseste Anflug von Bestätigung zu sehen. Wir missverstehen uns weiterhin. So, ich würde jetzt echt gerne meinen Anzug optimieren, meine Rasse und so weiter. Wo geht das? Hier? Stationskern. Flug- und Landebahnaufseher. Nee, hier müssen wir nicht hin. Nee, da nicht. Oder geht das hier noch nicht?
Also ich bin mir sicher, wir konnten unsere Optik quasi verändern. Selbst die Rasse. Also, das ging irgendwie alles. Raumschiffhersteller. Neues Raumschiff konstruieren? Was? Wie? Das ist neu. Das muss neu sein. Das kenne ich ja gar nicht. Geil. Das ist ja krass. Pah, 2 Jahre nicht gespielt und komplett neues Spiel. Hier sind wir richtig, Leute. Hier sind wir richtig. Sehr schön. So. Ich würde sagen, vom Volk her bleiben wir gleich. Ja. Keine Ahnung, warum wir Anomalie heißen, aber ich möchte nicht so aussehen. Ich möchte nicht so aussehen. Ich möchte nicht so aussehen. So auch nicht. Und das ist gesperrt. Oh, es gibt noch mehr. Oh mein Gott. Es wird irgendwie nicht besser. So, mal schauen. Oh je. Ah, es würde meiner Tochter gefallen. Gefällt mir wenig. Oh mein Gott, nein! Genau so. Kopf. Da hatte ich. Ah, der gefällt mir. Der gefällt mir auch. Lassen wir das. Es sieht doch irgendwie irgendwo menschlich aus. Torso. Hier sind mal ein ganz dunkler. Panzerung. Handschuhe. Beine. Stiefel. Machen wir weiß. Nein, Quatsch. Rucksack. Banner. Ja, das ist mir eigentlich egal. Nehmen wir das. So, wie speichere ich das jetzt? Änderung speichern, ja. Schönes Ding! Warte mal. Wir haben den Helm nicht. Moment. Moment. Wieso ist der noch bunt? So. Gut. Wo war jetzt der Ankäufer für. Wo ist der Markt? Wir brauchen den Markt. Raumschiff. Raumschiff. Wo ist der Markt? Schrotthändler? Nee, ich suche den Markt. Okay, also den müssen wir noch finden. Das ist der, wo wir ständig hin müssen, wenn wir irgendwas verkaufen wollen. Kartograf. Wo ist der Markt? Oder wie sieht der aus?
hier eine Karte? Sicher Datenspeicher. 15 Units. Für Lau. Ja, wäre cool, wenn ich den Markt finden würde. Von dem brauchen wir ja. Alter! Blöd. Hier gibt es keine Karte, oder? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Hilfsmittel. Köderkiste. Der muss in der Nähe von meinem... Der muss hier irgendwo sein. Noch machen. Mensch, hallo, kann mir hier niemand helfen? Wo ist denn der Marktplatz? Ich will meine Schätze verkaufen. Tja, Leute, Nanit erhalten. Hier muss es doch einen Markt geben. Missionsmorgen. Moment. Nee, ist Portal, ne? Ja, Teleporter. Hier! Oh! Hallo! Warum ist denn der so versteckt?
So, wir wollen ja erst was verkaufen. Und zwar Kristallfragment. 5 für 16.000. Das machen wir. Dann verbrannte Teilskette 90.000. So, wir sind bei 108.000 Units. Leute, das ist nicht viel Geld hier. Das kann ich euch schon mal sagen. Schmutzige Skelettfragmente. Ein für 112.000. Weiter geht's. Wirbelwürfel. Gut, ist zum Verkaufen. 7 für 40.000. Okay, haben wir noch irgendwas, was wir loswerden können und sollten? Geborgene Daten. Ja, verkaufen wir erstmal. Wir machen erstmal nichts mit Basebau. Das machen wir erst alles später. Kornwachsgehäuse. Gut. Kaufen. Was können wir da? Nicht viel. Gut, also hier ist der Markt. Das müssen wir uns merken. Genau gegenüber vom Teleporter. So. Wie verbleiben wir jetzt? Ich würde. Das können wir auch noch zusammen machen. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ich habe ein bisschen mehr verdient, glaube ich. Ach so. Oh, Entschuldigung. Es geht weiter. Das sind unsere Meilensteine, die freigeschalten werden. Wir suchen uns jetzt einen Planet noch in dieser Galaxie. Noch werden wir die Galaxie nicht verlassen, weil das ist die einzige Galaxie, glaube ich, die noch ein bisschen safe ist, wo keine Piraten kommen. Und wir machen jetzt ein bisschen Geld. Wir werden, denke ich mal, gleich wieder hier runter. Denn da gibt es uralte Knochen. Und das sind halt die Sachen, die am besten gehen auf dem Markt. Ja. Juhu! Leider können wir so also so können wir leider nicht nach den Knochen suchen während des Flugs, also müssen wir quasi irgendwo landen erstmal. Wow! Wo wollt ihr denn hin? Das sieht schon geil aus, ne? Wenn so eine Flotte auf einmal hier lang fliegt. Wahnsinn. Gut, also. Mein Ziel ist es jetzt, bis zum nächsten Video erstmal ordentlich Geld zu machen, damit wir auch ein bisschen was ne, uns anschaffen können. Vielleicht können wir uns sogar schon nach einem Kreuzer oder wie man die Dinger nennt. Ausschreiben, weil im Kreuzer oder in diesem großen Raumschiff draußen, da drin können wir auch bauen. Das ist quasi unsere mobile Base. Und die können wir überall mit hinnehmen, egal in welche Galaxie wir gerade reisen, können wir die mitnehmen. So, und wir haben immer Platz zum Verstauen, weil so macht das Farmen jetzt noch keinen Spaß. Ihr habt halt einfach zu wenig Platz, ja. Ihr seht ja, Dolles nicht.
Erstmal ausrangieren hier. Das, was wir nicht brauchen, kommt weg. Bewegen. Hier haben wir ja noch was. Wieso habe ich nicht gleich alles verkauft? Oh, das kann weg hier. Das ist wichtig. Das auch. Manu. So. Munition. Ja, bräuchten wir jetzt noch nicht, aber gut. Ich werde dann jetzt erstmal auf Schatzsuche gehen. Werd mein Raumschiff auch zuknallen. Das können wir ja auch nutzen. Hat ja auch viele Staumöglichkeiten. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Schotter. Und ja, würde mich freuen, wenn wir in der nächsten Folge wieder uns sehen. Hören. Bis dann, bleibt gesund, bleibt mir treu. Macht's gut. Ciao, ciao.